Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2 Stay Human. Direkt vorab ein paar Sachen, und zwar mir ist aufgefallen, dass das Outro, was ich benutzt habe, ein wenig laut ist. Ja, es ist zwar noch im Rahmen, aber ja, ich bin mir der Sache bewusst und das wird jetzt am Ende des Parts besser sein. Also ich schraube das ein bisschen leiser. Und auch die Lautstärke des Mikros ist nicht wirklich so toll gewesen, beziehungsweise die Lautstärke des Gesprochenen der Leute. Also das, was gesagt wurde, hat man halt nicht so deutlich gehört, nicht so laut gehört, wie auch immer. Hier können wir nicht durch, okay. Okay, nun springen wir einfach nach unten, würde ich sagen. Gut. Deswegen habe ich jetzt das Mikrofon ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Und ich habe auch die Musik und die Effekte alles leiser gedreht und dafür dann halt die Sprachlautstärke so gelassen. Aus dem Grund, weil sie schon auf Maximum war. Also ich konnte sie nicht lauter stellen, deswegen habe ich alles andere leiser gemacht. So, und ich habe auch im letzten Part nichts zu den Schreien gesagt. Aber kommen wir gleich zu. Das ist nichts, was ich jetzt sagen wollte. Sondern mir ist auch aufgefallen, dass ich da so einen Satz von Spike, das mit dem Mann habe ich nicht so ganz geschnallt. Ich habe verstanden, habt ihr den Mann gefunden? Also ich dachte, hier unser Charakter, Aiden heißt er, glaube ich. Aiden wäre losgezogen mit noch einer Person und hätte einen Mann gesucht für Spike. Aber er hat gesagt, ich habe dir den Mann gefunden. Und im Untertitel stand dann irgendwas anderes. Also, keine Ahnung, das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber ja gut, jetzt macht alles Sinn. Es hat doch alles Sinn gemacht. Und was ich da gesagt habe mit, ja, der Einstieg in Dying Light 1 hat mir besser gefallen. Ja gut, es sind beide gleichwertig, würde ich sagen. Es ist doch besser, als ich gedacht habe. Ich habe da einfach nur den Satz falsch verstanden. Gut. Und ich habe Motion Blur ausgestellt. Das kann man hier unter den Videoeinstellungen machen. Dann einfach F für fortgeschrittene Einstellungen. Und dann, Moment. Was? Ah, okay. Ah, das verschwindet einfach nur nach einer gewissen Zeit. Na gut, wo ist es? Bewegungsunschärfe, hier. Hier ist es. Da kann man das auf aus, niedrig, mittel und hoch stellen. Aber ich habe es jetzt halt auf aus, weil ich das, wie gesagt, nicht so gern habe, wenn hier die Sachen verschwommen sind. Besser. Also, ja. Ich habe das Dingen ausgestellt. Und ich sehe schon, diesen RPG-Charakter, also diesen RPG-Charakter hat das Spiel beibehalten. Nur jetzt irgendwie noch mehr, dadurch, dass die Lebensanzeige jetzt so richtig dargestellt wird und auch die Ausdauer. Wie sich das alles noch auswirken wird, ja, ich bin mal gespannt. Und jetzt mal zu den Schreien, also die sind auch schon richtig atmosphärisch. Oh, ich hab vergessen. Ah, ich bin blöd. Egal, es gab sowieso eine Rumgelaber zum Glück. Aber ich ich hab dieses Mal an alles gedacht. Ich hab dieses Mal an alles gedacht, was ich sagen wollte. Deswegen möchte ich das nicht neu aufnehmen. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Ich hab jetzt halt nur vergessen, hier die Lautstärke wieder hochzuschrauben. Ja, sorry dafür. Dumm. Aber gut, es gab am Anfang sowieso eine Rumgelaber, wie gesagt.
Also scheiß drauf. Machen wir einfach normal weiter und... so, jetzt. Und lassen uns davon gar nicht runterziehen. Und schauen uns hier nochmal vernünftig um. Alter. Hier ist alles... Hier ist aber auch alles so richtig in der Zeit eingefroren einfach. Die Menschen, die hier mal gelebt haben, sitzen hier einfach noch im Bus. So als ob die einfach direkt von dieser Seuche getötet worden wären. Aber die kann ja nicht so heftig sein, dass man davon direkt stirbt. Beziehungsweise ist ja auch so, dass man... Was sollen wir machen? Scheiße. Ihh! Holy shit, sehen die ekelig aus. Es ist... Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Alter. Alter, renn. Warum kann ich nicht rennen? Warum bin ich so langsam? Renn. Alter. Waren da viele. Holy shit. Kann man hier noch vernünftig XP farmen? Sind wahrscheinlich zu viele, ne? Sind wahrscheinlich zu viele, aber ich möchte es zumindest probieren. Ich möchte es zumindest mal kurz probieren, die ganzen Viecher wegzukloppen. Und gerade klappt das auch noch ziemlich gut. Wir müssen nur halt immer auf die Gesundheit achten. Quatsch, auf die Ausdauer achten. Und ja, nochmal zum Virus. Der Virus kann ja nicht so krass sein, dass man davon direkt stirbt. Der möchte einen ja übernehmen quasi, weil man wird ja hinterher zu diesen Viechern, zu diesen Zombies einfach nur. Zu diesen leeren, fleischfressenden Hüllen. Can't touch this, Alter. Alles klar. Damit wäre es vollbracht. Ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal die ganzen Leichen hier. Jetzt gar nicht, kann man das überhaupt Leichen nennen, weil... Das sind ja keine Menschen mehr gewesen. Es waren ja schon Leichen. Das sind jetzt einfach noch so... Ah, Körper halt. Ah, nee. Nee, die mache ich aber nicht mehr. Und ich muss tatsächlich nochmal hier in die Einstellungen gehen. Sorry, Leute, es geht nicht anders. Weiß nicht, ob das fühlt sich irgendwie ein bisschen laggy an. Es fühlt sich einfach ein bisschen laggy an, deswegen möchte ich hier einfach nochmal ein bisschen was umstellen. Renderer-Modus. Okay, nee, das lassen wir erstmal so, sonst spackt das hier rum. Hartere Kanten, Bewegungsunschärfe keine, ja. Partikelqualität. Moment. Ja, es geht nur niedrig oder hoch. Da machen wir dann hoch. Wir versuchen alles mal auf Mittel zu stellen. Okay. Ja. Ist schon besser, ne? Ist schon besser. Mein Rechner ist halt für diese Zeit, ich glaube, ich habe das schon öfters erwähnt, halt auch nicht mehr der Beste. Gucken Sie weh nach oben? Ja, ja. Okay. Mein Rechner ist halt diese... Hallo? Warum will er nicht? Ah, ja. Weil man hier hoch soll. Hinter einer Hand? Nee. Topfetzen. Boah, wäre es eklig gewesen.
Ja. Mein Rechner ist für heutzutage, also für die heutigen Verhältnisse nicht mehr so gut, leider. Ich habe den vor ein paar Jahren gekauft. Halt immer noch okay. Aber so eigentlich zum Aufnehmen und so sollte man sich etwas Besseres holen. Nur ich möchte mir zurzeit noch keinen neuen Rechner holen. Das weiß ich nicht. Mach ich wann anders. Deswegen müssen wir erstmal mit diesem Ding hier auskommen. Und ich soll da drüben lang. Okay. Willst du mir immer so kompliziert machen? Okay. Hä? Zum Teufel. Was mache ich hier? Okay, nice. Okay. Aber das Parkouren in diesem Spiel ist tatsächlich ein bisschen interaktiver, weil zum Beispiel in Assassin's Creed werden die meisten kennen. Oder noch mehr kennen als jetzt Dying Light, schätze ich mal. Zumindest war es in Dying Light so, dass man sich so ein bisschen automatisch an entlang der Sachen vorbeigehangelt hat, beziehungsweise dass man automatisch auf die Sachen draufgesprungen ist, auf die einzelnen Balken. Und hier muss man das tatsächlich, okay, ich dachte, wir sollen darüber, das tatsächlich noch so ein bisschen selbst machen, ein bisschen selbst steuern. Wobei die Unterstützung dabei sehr gut ist. Man merkt sie nur minimal. Also es gibt eine Unterstützung. Man wird bei den Sprüngen unterstützt. Aber halt nicht mehr so extrem wie in Dying Light 1. Also wie im ersten Teil. Oh. I. Ciao. Um einen Tritt auszufinden. Ja, das wäre... Was zum... Okay. Das wäre episch gewesen gerade, den einfach runter zu kicken. Einfach Sparta zu machen bei ihm. Ja, genau, hier merkt man es auch. Man kann sich. Okay. Man kann sich so ein bisschen nach rechts und links bewegen. Aber im Großen und Ganzen bleibt er, wenn man hier vorbeiläuft, auch wenn man so ein bisschen schräg geht, bleibt er auf dem Balken drauf. Das ist echt geil. Das fühlt sich einfach mega gut an. Im Vergleich zum vorherigen Teil. Weil man da wirklich... Hä? Ich kann nicht mehr steuern? Okay, wir sollen jetzt den Punkt einsetzen. Okay, na gut. Weil man da wirklich gemerkt hat, dass man da unterstützt wurde. Und hier ist es halt wirklich nur so minimal. Das finde ich echt cool gemacht. Vorsprung erlaubt es Ihnen, höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen Leertaste gedrückt halten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol der Fähigkeit und, ja, Maustaste, um es zu kaufen. Können wir einen anderen Skill kaufen? Nein, wahrscheinlich fängt es hiermit an. Okay, ja, wir müssen den zuerst holen und können dann hier weitergehen. Wir können ja schon mal schauen, was es so als nächstes gibt. Okay, wenn wahrscheinlich weiter fallen. Selbst wenn sie keine Ausdauer mehr haben. Und was? Erklettern sie den Vorsprung, selbst wenn sie keine Ausdauer mehr haben und verlieren sie keinen Halt mehr. Ach so, wenn sie aus großer Höhe auf Vorsprung landen. Also doch aus großer Höhe auf Vorsprung landen. Aber eben noch mit dem Zusatz, dass wenn man keine Ausdauer mehr hat, dass man sich trotzdem festhalten kann. Verringert Sturzschaden und Schwung bleibt erhalten. Okay, das ist cool. Sichere Landung. Erhöht die Höhe, aus der sie landen können, ohne Schaden zu nehmen. Bringen sie sofort aus der Aktivlandung. Drücken sie zum Ausführen Leertaste, wenn sie den Boden bei einer Aktivlandung berühren. Okay. Ach so, okay, man muss sich danach wahrscheinlich wieder ein bisschen erholen. Bewegen sie sich auf Vorsprung schneller.
Okay. Springen Sie beim Klettern auf Vorsprünge, um schneller nach oben zu gelangen. Das ist ein Skill. Okay. Ah, finde ich jetzt nicht so geil. Ich glaube, im vorherigen Teil konnte man das auch so machen. Na. Weiß ich nicht. Also fester Griff und Sprung auf den Vorsprung sollte vielleicht getauscht werden. Aber je nachdem. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja so extrem gut, dass man das, dass es sich wirklich lohnt, das zu skillen. Mal schauen. Wir haben schon abends, ne? Nicht morgens, schon abends. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Ja, es wird dunkel. Was Besseres werde ich nicht finden. Suchen Sie nach einem sicheren Nachtlager. Nee. Du hast hier generell ziemlich Lack, das hier. Einfach mitten im Nirgendwo. Aber erstmal ein Haus auf dem Berg steht. Ach so, wir sollten da hochpacken. Ja, okay, da war ein Fenster offen. Wir sollten da wahrscheinlich hochklettern. Hochparkouren wollte ich erst sagen, aber es ist ja nicht Parkouren, es ist ja eher. Sehr eher klettern. Okay, so funktioniert's nicht. Ah, okay, hier können wir rauf. Nee, nee, wir gehen noch ein bisschen hoch. Ah, okay. Okay. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ich muss mich auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal wieder da reinfinden in das Klettern und so. Und es wird wahrscheinlich noch ein paar Situationen geben, in denen ich mich übelst blamiere. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, falls es irgendwen triggert. Wenn ich für manche Sachen länger brauche, packt mich bei manchen YouTubern auch manchmal ab, wenn die für irgendwas länger brauchen oder wenn die sich dumm anstellen. Also hier eine Triggerwarnung. Wird wahrscheinlich an manchen Stellen ein bisschen unangenehm. Und hier war irgendwas oder ist irgendwas. Okay. Untersuchen. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Ja, okay. Bevor es jetzt hier irgendwie in ein Gefecht reingeht. Möchte ich aber erstmal die ganzen Sachen durchsuchen und alles mitnehmen. Kann ja auch sein, dass wir hinterher wegrennen müssen. Oder gleich wegrennen müssen. Versuchen. Der wurde verschoben. Ja, ja, okay. Da geht's durch. Gut, probieren wir's. Komm. F-Spam können wir. Machen wir. Das hier ist schon wer? Die Sendestation. Ja, okay. Generator anschmeißen. Wo soll der sein? Ah, da hinten irgendwo. Aber wir nehmen erstmal alles mit. Boah, ich finde das. Ich finde das irgendwie geil, so die neuen Mechaniken vom Spiel, das Klettern und das, dass man da unterstützt wird beim Klettern und dass man hier die Sachen aufnimmt, also die Animation, wenn man die Sachen aufnimmt, finde ich ziemlich cool. Nur es ist auf jeden Fall noch sehr ungewohnt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das Ganze optimiert wurde. Ja, das war klar. Nee, komm, lass erstmal die Viecher wegmachen. Ach du Scheiße. Und da wolltest du rein? Da wolltest du in das Gebäude rein? Ja, komm, jetzt steh nicht rum. Lass mich hier. Was machen? Was zum Teufel? Okay, ich habe rechte Maustaste gedrückt.
Aber nur für... um sicher zu gehen. Einige Gegner nutzen Kraftangriff, die massiven Schaden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um Gegner, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen Leertaste, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Okay. Genau rein. Okay, ich wurde jetzt durch die scheiß Steine geblockt. Aber anscheinend hat das Spiel das noch als Ausweichen gewertet. Und wir müssen ihm wirklich aus dem Weg gehen. Wir müssen diesen Drecksack wirklich richtig aus dem Weg gehen. Damit meine ich ausweichen. Nicht jetzt irgendwie weglaufen vor dem. Will den schon fighten, aber er ist weggerannt oder was? Okay, ich kann keinen starken Angriff ausführen. Vielleicht lerne ich das später noch. Es ist ein bisschen lächerlich, dass man es lernen muss. Mann, ey. Kann schon wieder nicht reden. Dass man es lernen muss, stark anzugreifen oder einen schweren Angriff auszuführen. Aber gut. Es ist ja alles hier wie so ein RPG. Es ist ja alles hier wie so ein RPG aufgebaut mit den einzelnen Fähigkeiten. Ach komm, ey! Mach diesen Drecksack weg, Alter. Geht mir so auf den Sack gerade. Immer wenn man sich mit irgendwas anderem beschäftigt, kommt er auf einen zugesprungen. Nein, hau ab. Okay. Das war knapp. Ja, ich wurde zwar 1000 Mal gebissen, aber scheiß drauf. So. Weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, genau, das mit dem RPG. Es ist alles wie so ein RPG aufgebaut. Also, ist in Ordnung, dass man hier einige Sachen noch lernen muss. Aber es wurde ja auch am Anfang gesagt, ja, du bist schon so lange da unterwegs und bla bla bla. Also, dass man dann so viele Sachen noch lernen kann, beziehungsweise lernen muss, wie auch immer, finde ich irgendwie komisch. Weil bei Crane war es ja zumindest der Fall, dass er im Gebiet... Haran neu war. Er war zwar ein ausgebildeter Agent, beziehungsweise für solche Einsätze ausgebildet. Wodurch man schon so einige Fähigkeiten hatte, so Grundfähigkeiten. Aber die richtigen Überlebenskünste konnte er halt dann im Gebiet Haran erstmal nur aufbauen. Das finde ich irgendwie logischer, als hier dann richtig viele... Ah, Sicherheitszone, okay. Als hier nochmal richtig viele Optionen zu haben mit Sachen, die man lernen kann, obwohl man einen Charakter spielt, der schon jahrelang hier in der Wildnis unterwegs ist. Nun gut, wie auch immer. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit ihr Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem sie die Tag- bzw. Nachtphase wechseln können und zu Aidens Versteck, in dem sie ihre überzähligen Gegenstände lagern können. So, bietet... Zugang zu. Okay. Ja, ich habe den Satz schon wieder falsch verstanden. Egal, egal. Brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke, wir schauen hier erstmal rein. Packen hier ein paar Sachen weg. Wundbrand. Nur ein schlimmer Fall von Wundbrand. Okay. Schäbiger Schlagstock, Schlagstock ist vor allem auch gut. Und ja,
Ja, wir nehmen den Schlagstock, ne? Ich meine, der ist stärker. Ich weiß nicht, warum man hier überhaupt so mittelalterlich, wie es wirkt, hinterlässt hässliche Wunden. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum man direkt zu Anfang eine gute Waffe bekommt, beziehungsweise danach halt nur so Standarddinger. Wahrscheinlich werden die noch zum Craften gut sein, weswegen man die noch verwerten kann, aber ja, gut. Na, ich hinterfrag das erstmal nicht. Ich würde auch sagen, packen die ganzen Sachen erstmal da rein. Und nehmen nur die Arznei mit. Weil, ja, wir wollen ja noch einige Sachen sammeln. Warten Sie bis zum Tagesanbruch. Okay. Schauen hier nochmal kurz rein. Wir wollen ja auch einige Sachen sammeln und wenn wir dann einfach nichts mehr mitnehmen können. Weil unser Inventar voll ist, das wäre ein bisschen kacke. Ja, hier. 140,200. Hier ist Aiden. Komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Ja, bei Tagesanbruch war ja... Ich muss wohl bis morgen früh warten. Jo. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Ja, wurde ja auch gesagt, wir sollen bis früh morgens warten. Und ich hoffe, wir verschlafen jetzt nicht. Ja, es ist schon spät.